einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Pfingstreise 2019. Für uns geht es jetzt eine Woche mit Costa Fabulosa in den hohen Norden. Wir freuen uns unglaublich drauf. Im Moment sitzen wir noch am Stuttgarter Hauptbahnhof in einem Schnellrestaurant. In einer guten halben Stunde wird dann unser Intercity in Richtung Hamburg gehen. Ab da geht es dann weiter Richtung Rostock. Und heute Abend wird uns dann die S-Bahn nach Warnemünde bringen. Ja, da haben wir ein Hotel für die Nacht gebucht. Und morgen ist dann endlich Einschiffungstag. Wir wünschen euch viel Spaß auf dieser Tour. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und jetzt gehen wir mal zum Zug. Rostock angekommen und jetzt geht's weiter nach Warnemünde. Da wären wir also im Best Western Hotel in Warnemünde direkt am Strand und vom Bahnhof aus war das zu Fuß gut zu schaffen. Das waren ungefähr 2 Kilometer, die wir gehen mussten. Bei dem guten Wetter, was wir heute hatten, war das absolut kein Problem, aber ansonsten gibt's auch ein Taxi. Ja, wir haben langsam Hunger, wir haben uns sagen lassen, hier gibt es in der Nähe ein schönes griechisches Restaurant mit Blick auf die Ostsee und das probieren wir jetzt aus. Lecker war es, auch wenn es nicht ganz billig war, aber gut, man muss natürlich fairerweise sagen, man bezahlt den Blick aufs Meer hier natürlich mit und von daher war das absolut gerechtfertigt. Ja, jetzt geht es für uns noch ein bisschen an den Strand, die Beine vertreten und dann geht es auch schon ins Bett. Morgen geht dieser Vlog für euch weiter, deswegen sage ich jetzt schon mal gute Nacht und bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen aus Warnemünde. Ja, wir haben wunderbar geschlafen. Jetzt geht's erstmal ans Frühstücksbuffet im Hotel und dazu nehmen wir euch natürlich mit.
Ja, und zurück vom Frühstücksbuffet hier im Best Western Hotel in Warnemünde. Und ihr habt es ja gerade eben selber gesehen, das war sowohl von der Vielfalt her, als auch von der Qualität der angebotenen Speisen eine ganz, ganz gute Geschichte. Wir hatten das Frühstück bei uns im Reisepreis inkludiert. Man kann das Hotel hier auch ohne Frühstück buchen natürlich, aber wie gesagt, das gab es als Angebot auf Booking.com recht günstig und dementsprechend haben wir zugeschlagen und haben es auch nicht bereut. Das Hotel hat uns hier recht gut gefallen. Es war geräumig, es war sauber, es war auch wirklich ruhig. Man konnte also wirklich wunderbar schlafen heute Nacht. Von daher, wenn ihr mal eine Vorübernachtung machen möchtet in Warnemünde, können wir euch dieses Hotel auf jeden Fall empfehlen. Wir sind jetzt gerade noch am Koffer packen und dann geht's auch schon Richtung Kreuzfahrtterminal und ich würde sagen, kommt einfach mit. So, und schon sind wir am Terminal angekommen. Jetzt geht's gleich an Bord. Ja, und angekommen auf unserer Außenkabine 2275 und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, eine wirklich schöne Kabine, wie wir finden. Wir hatten ja damals eine Glückskabine bei Costa gebucht. Das heißt, wir konnten nur die Kategorie festlegen. Und wir hatten uns damals für eine Außenkabine entschieden und Costa hat dann die genaue Kabine vergeben. In unserem Fall war es jetzt die 2275 Midships gelegen auf Deck 2. Also von daher hatten wir einfach Glück dieses Mal. Ja, und jetzt geht's dann gleich an Deck zum Auslaufen aus Warnemünde. Und dazu nehmen wir euch natürlich gerne mit.
Ja, das war ein wunderschönes Auslaufen hier aus Warnemünde bei allerbestem Wetter. Und jetzt geht's für uns zum Essen. Eigentlich gehen wir ja immer gerne ins Bedienrestaurant, allerdings hatten wir bei dieser Buchung das Problem, dass wir die erste Tischzeit erwischt hatten und die konnten wir erst ab morgen ändern. Deswegen haben wir heute Abend jetzt keinen Platz im Restaurant bekommen. Das macht aber nichts, denn hier an Bord gibt's eine Aufpreispizzeria, die Pizzeria Pomidoro. Und die probieren wir jetzt aus und euch nehmen wir natürlich mit. Ja, und das ist das Menü hier im Pomidoro. Ihr seht eine große Auswahl an Pizzen, die man hier essen kann. Und dazu gibt es dann auch noch ein Dessert. Das Ganze kostet als Menü 8,50 Euro. Und hier im Pomidoro gelten übrigens eure Getränkepakete. Ja, und das ist hier dann die Pizza, die ihr hier bekommt. Die sieht wirklich großartig aus. Ja, und das ist das inkludierte Dessert, ein wunderbares Tiramisu und die Größe ist wahrlich nicht von schlechten Eltern. Ja, ihr Lieben, das war unser Abendessen im Pomidoro an Bord von Costa Favolosa. Die Pizza war ausgesprochen lecker und genauso begeistert hat uns das Dessert. Vom Wareneinsatz her war das wirklich sehr, sehr hochwertig und geschmacklich war es ein absoluter Traum. Ja, und wenn ihr wie wir im Costa Club registriert seid, dann spart ihr auf den Besuch im Pomidoro nochmal knapp 50%. Das lohnt sich also doppelt, sich im Costa Club zu registrieren. Uns hat es wie gesagt sehr gut gefallen. Falls ihr mal an Bord eines Costa-Schiffes seid, schaut da auf jeden Fall vorbei. Ja, und das war's dann auch für heute. Falls es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, sehr gerne auch ein Abo. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es in Kopenhagen für euch und für uns weitergeht. Bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut, euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig.